So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, wir sind nicht ganz da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, denn ich sollte doch mal im Geheimgeschehen nachschauen und stimmt, ihr habt recht. Ich möchte mir natürlich mein schillerndes Tarnhill abholen. Dieses Tarnhill ist nicht nur schillerndes Exemplar, sondern trägt auch noch einen Megastein bei sich. Dieses Geschenk annehmen, ja, das ist eine Frage. Ich glaube nicht. Deswegen nehme ich es auch gleich mal an. Ah, schön. Dieses Geschenk wird empfangen. Das Geschenk wurde empfangen. Ja, danke dir. Hol es vom Lieferanten der Pokémon-Center ab. Tue ich doch glatt. Danke für den Download. Hol dir das Geschenk ab. Ja, das hab jetzt ungefähr 356 Maler gestanden. Aber besser zu oft als zu wenig. So, jetzt können wir das Spiel also wieder ganz normal starten und da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also, rein theoretisch. Okay, dankeschön. So, dann wollen wir mal. Wir waren in Rosalstadt stehen geblieben. Übrigens möchte ich nebenbei nochmal ganz kurz erwähnen. Ich habe ja gestern im ersten Part gesagt, dass ich ein Interview mit zwei Mitarbeitern von Game Freak geführt habe, um genau zu sein, mit Junichi Masuda und Shigeru Imori. Es kam nicht ganz um 20.30 Uhr gestern online, aber es ist mittlerweile online und es ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt doch mal drauf, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. So. Hi, ich arbeite an einem Pokémon-Center Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Und was sagst du mir so? Schön mit Leuchtschrift da. Das da drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Man kann ihn ganz leicht am blauen Dach erkennen. Wir verkaufen jede Menge nützliche Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Auch jetzt schon? Hier, das ist für dich ein kleines Werbegeschenk. Ja! Einfach mal Tränke bekommen. Danke. Tränke kann man überall einsetzen. Genau, das macht sich unfassbar praktisch. Wahnsinn. Und das hier ist der Pokémon Center. Du kannst es am roten Dach erkennen. Die Angestellten dort halten dein Pokémon-Team und sorgen dafür, dass es wieder topfit ist. Die Angestellte. Verzeihung. Singular. So, das waren sie. Meine nützlichen Tipps. Das war doch sehr freundlich von mir. Oder etwa nicht. Gute Reise. So, ich bin aber gespannt, auf welchem Level das Tarnhill ist. Weil vielleicht werde ich es ab und zu mal benutzen. Warum eigentlich nicht? Ne? Oh, die Pokémon Zentren. Zentren? Center? Das Pokémon Center, so. Hi. Pokémon Center sind... Okay, Pokémon Center ist der Plural. Sind fantastisch. Du kannst ihren Service nutzen, so oft und zwar kostenlos. Das macht das Herumreisen viel sorgenfreier. Das ist wohl wahr. Was ihr wohl alles seid für Trainerklassen, das ist bestimmt eine Göre, oder? Ich weiß tatsächlich nicht mal, wie die meisten Trainerklassen aussehen. Wie gesagt, es ist extrem blind. Gibt auch bei Pokémon und Männchen und Weibchen. Anscheinend weiß keiner so genau, was der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist. Außer vielleicht ihr Geschlecht? Würde ich mal ganz spontan vermuten. Ein Schöni und Dach, du bist Christian. Achso, du bist die Lieferanten, ja? Ja! La, schön. Dankeschön, komm bald wieder. Und zeig mal, was bist du denn so? Level 5 sogar, das heißt, wir können es sogar mitnehmen. Welches Wesen hast du? Du bist zaghaft, na gut. Na gut. Oh, Moment mal, was ist mit deinen Attacken los? Du kannst ja sogar was. Es kann ja tatsächlich sogar was, nicht nur Bodycheck. Zurückhaltung. Der Anwärter hält sich beim Angriff zurück und sorgt auf diese Weise dafür, dass beim Ziel nach mindestens ein Kaffee bleibt. Achso, ein Trugschlag quasi. Wie ich gerade das erste Mal von dieser Attacke höre. Schön. Ich würde Tarnhill schon wahnsinnig gerne benutzen, möchte ich sagen. Es hat natürlich sehr starke Moves. Ich schau mal, ich lasse es erstmal im Team. Und falls es zu übermächtig sein wird, dann kann ich es immer noch per kurzzeitig boxen, bis ich es später mitnehme oder so. Mal gucken. Boxen im Sinne von auf die Box legen. Dann ist das auch so. Dann zeig mal her. Erhältst du eine Erklärung zu dir, wenn ausgefallen der Tag wäre. Das ist nichts Neues. Das wissen wir doch schon, meine Güte. Was bist du für ein Vogel? Und die Schwester Joy sieht genauso aus. Die Schwester, ich sag mal Schwester Joy, weil man es vom Anime so gewohnt ist, aber sie sieht genauso aus wie ein XY, das wollte ich eigentlich sagen. Dann machen wir meine Pokémon wieder topfit. Schön. Die Musik ist sogar Rubin und Saphir-like. Ich meine, klar, Pokémon Center hat immer das gleiche Theme, aber das Arrangement ist sehr ähnlich von dem aus den alten Spielen der Hoenn-Region. Ich möchte mal kurz die Boxen angucken. Aber die sehen genauso aus wie in Y. Alles klar. Alles klärchen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass es sehr, wie positiv das aufgenommen wurde von euch, dass ich es blind spiele im Sinne von, dass ich mich dann halt so genau umsehe, weil ich weiß, dass bei XY einige gestört hat, dass ich jeden NPC angequatscht habe, aber ne? Wie bereits gesagt, ich möchte alles entdecken. Je stärker dein Team ist, desto mehr Orte kannst du bereisen. Das ist schön. Und ich möchte eure Mülleimer durchforsten. Da verleimt es leer. Irgendwann, Leute. Irgendwann werden wir den Mülleimer finden, in dem etwas drin liegt. Und dann werde ich sagen,
Ich hab's euch doch gesagt. Ein Päuschen machen, darum speichere ich mein Spiel. Stimmt, wir haben gar nicht mein letztes Mal mehr die Speichergeschwindigkeit getestet, aber sie war sehr gut. Das ist unfassbar praktisch. Ach, ist das herrlich hier. Kann ich wahrscheinlich noch nicht durch, ne? Meine lässt mich nicht. Ah, warte, lauf bitte nicht hier lang. Ich habe Fußspuren eines seltenen Pokémon entdeckt. Ach ja, du wirst hier abzeichnen, ich erinnere mich. Vielleicht kann ich mich an ihm vorbeischleichen. Nein. Na gut. Na gut, dann eben nicht. Ist ja in Ordnung. Bleib doch mal locker, Junge. So, da ist noch ein Haus. Wer wohnt denn da drin? Du bist auch wie eine Göre. Das Pokémon auf der linken oberen Seite der Liste tritt im Kampf als erstes an. Und am Anfang wie immer noch überwiegend Tutorials. So. Nun gut. Vielleicht mal ein bisschen in den Supermarkt gehen. Ich hätte gerne ein paar Pokebälle. Darf ich die schon kaufen? Vielleicht dieses Mal? Sogar ein bisschen früher als sonst? Vielleicht? Womit kann ich dienen? Mit offensichtlich gar nichts. Danke für nichts. Du, da schenkst du mir Pokebälle. Der Verkäufer hat gesagt, er sei mit dem Vertrag restlos ausverkauft. Jetzt stehe ich ohne Pokebälle da. Ja, nicht nur du. Was soll ich denn da sagen? Ich meine, ich will doch nur einen Kampf heil überstehen. Ich bin schon, wie die Karte unten sich sogar... Oh mein Gott, die Karte... Das war eine Y, aber nicht so, ne? Guckt euch mal die Karte und dann, wie genau die sich mitbewegt. Sogar richtig exakt, wo ich langlaufe. Was für schöne Details. Was für schöne Details. I love it. Ich schleiche mich mal vorbei. Noch kann ich eh keine wilden Pokémon fangen, insofern... Möchte ich auch nicht unbedingt welche treffen. Aber sobald ich Pokebälle habe... Dann natürlich befordert werden Pokémon nicht mehr so leicht auf dich aufmerksam. Das habe ich im Buch von Professor Birk namens das ABC der Feldforschung gelesen. Und darum ist auch unsere gute Maike. Hallo, Maike. Na gut, zur Not haben wir jetzt noch ein anderes Pokémon in der Hinterhand, sage ich mal. Das wird schön. Ich werde wahrscheinlich überwiegend sowieso nur Third-Gen-Pokémon im Team haben, wobei ich, denke ich mal, rumswitchen werde. Ich werde, also darauf könnt ihr euch verlassen, ich werde einige verschiedene Pokémon mitnehmen, weil ich Bock drauf habe. Höchstwahrscheinlich werde ich das so tun. Hi, Maike. Na? Mal überlegen, was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Hat sie einen kleinen Topf hinten? Oh, hi, Chris. Sieht so aus, als sehe ich es aber leider nicht mehr. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Ein besserer Hund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ja! Wie sonst schlagen wollte gerade. Oh, ich höre erstmal die Rival-Musik. Ah, schöne Kampferöffnung, Maike. Ach, ist das toll. Und die Gänsehaut kehrt sofort wieder zurück. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht total durchdrehe. Das ist so schön für mich, dieses Spiel zu spielen, Leute. Ganz im Ernst, weil Saphir, Rubin, ich meine, ich spiele Pokémon schon seit der ersten Stunde. Also seit Rot-Blau. Rot war meine erste Edition damals, glaube ich. Rot war meine erste Edition. Kurz danach war dann Blau dran. Und, ja, tatsächlich habe ich aber... richtig schöne Erinnerungen sogar an, also ich habe natürlich auch an die erste Edition schöne Erinnerungen, so meine ich das jetzt nicht, aber also an Rubin und Saphir, vor allem an Rubin, habe ich deutlich von allen Pokémon-Editionen die meisten, ja, da verbinde ich einfach am meisten mit. Und deswegen ist es umso schöner gerade für mich wieder hier nach Hoenn zurückzukehren. Ich habe es ja im ersten Part schon gesagt und das war ein Level-Up, eiskalt, keine Chance, Maike. Seine Pflanzenattacke nicht mehr benutzt, wobei es glaube ich eh nur Absorber war, oder? Wow, das war spitze, Chris, du bist ein echtes Naturtalent. Immerhin nimmt sie es nicht so schwer, dass wir sie besiegt haben. Das war ein toller Kampf, danke dafür. Warte mal eben, ich heile unsere beiden Teams. Das war aber nett von dir. Also ja, voll freundlich, ey. Dein Team wurde vollständig geheilt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vati so viel von dir hält, dass er dir sogar ein eigenes Pokémon gegeben hat. Du hast ein Pokémon noch nicht sehr lange, aber es hat dich schon total gern. Das sagt doch alles. Mit jemandem wie dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Ja, ich hoffe doch. Guck dir meinen Tarnhill an. Es schillert. So, ich bin mit meinen Forschungsarbeiten fertig. Es ist langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zurückgehen. Zusammen zurückgehen. Wow, und sie jumpt da einfach durch die Gegend. Ach, wunderbar. Genau, dann gehen wir nach Hause. Um dann unseren Auftrag quasi zu bekommen, wenn man so möchte. Hier lang, Chris, lass uns schnell zurückgehen. Ja, mach doch keinen Stress, Mädel. Mach keinen Stress. Ah, so, ich möchte Pokebälle haben. So, hallo Professor. Gibst du mir ein paar Pokebälle? Maybe, vielleicht. Hey Chris, hier drüben.
Oh Gott, wie riesig er einfach wirkt neben ihr. Na gut, ne? Er ist ihr Vater. Mir wurde übrigens gesagt, ich habe ja im ersten Part gesagt, dass Professor Birk mein Lieblingsprofessor ist. Und irgendeiner meinte dann, kein Wunder, er sieht dir ja auch sehr ähnlich. Und irgendwie ist es gar nicht mehr so falsch. Er hat den gleichen Bart wie ich und eine ähnliche Frisur. Also, ich gehört habe, hast du Mike im Kampf besiegt? Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Deswegen habe ich sie auch gleich erstmal enterbt. Och, Papa. Hier, diesen Pokédex, den hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Das ist nett. Danke. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du hier siehst und fängst. Ja, Maike geht nie ohne ihrem aus dem Haus. Wäre auch blöd, ne? Sie kommt dich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Ja, und würde mich sehr freuen, wenn durch diese Erfahrung deinen Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst und mir zeigst, wie du vorankommst. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Yeah, jetzt hast du also auch einen Pokédex, Chris. Genau wie ich, das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Hier ein paar Pokébälle, um wilde Pokémon zu fangen. Ja! Das ist alles, was ich wollte. Dankeschön, dir aus deiner Arm eine Umarmung verdient. Danke. Ich habe nützliche Tipps für dich als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar dann Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Ja, gut, wäre auch schade, wenn sie das rausgenommen hätten. Aber ist das nicht irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich derselbe. Ja. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was für Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Ja, da sagst du was und ich erst. Geben wir beide unser Bestes, Chris. Das ist ja das Coole. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, aber du kannst ja... Du einer, genau. Ihr könnt ja mit Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir zusammen mit X und Y, so das wollte ich sagen. Tatsächlich... Oh Gott, jetzt meine Mutter... Könnt ihr den gesamten nationalen Pokédex vervollständigen. Das heißt, wir werden hier nicht nur alte Höhen-Pokémon treffen. Hoenn, ich muss mich noch daran gewöhnen, so auszusprechen, weil Hoenn ist tatsächlich richtig, wie ich bestätigt bekommen habe. Aber, ja, wie gesagt, mal sehen, was für neue Pokémon an den bekannten Orten auftauchen werden. Hast du schon bei Professor Birk vorbeigeschaut? Oh, was für ein süßes Pokémon hast du das von Professor Birk bekommen? Toll, komm, sag es, ich bin der Sohn meines Vaters. Du kommst wirklich genau nach deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast. Okay, sie hat es etwas unmissverständlicher ausgedrückt. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle, Schatz. Nach Tirlemont werde ich das tun. Wobei, wie ich erfahren habe, du bist der Sohn deines Vaters, ist tatsächlich eigentlich ein ganz normaler Satz. Oh, habt ihr es gesehen gerade? Es fällt ihr schwer, uns ziehen zu lassen. Aber Mami, ich bin doch schon groß. Chris! Oder Chris. Nein, okay, Chris. Hier, das ist von meinem Papa. Das wollte ich dir eigentlich vorhin schon geben. Oh, der Pokémulti-Nav. Die Pokédex-Navi-Funktion wurden hinzugefügt. Durch dieses Update wurde dein Pokémulti-Navi um die Pokédex-Navi-Funktion erweitert. Damit kannst du unter anderem für jede Gegend Informationen zu den dort lebenden Pokémon abrufen. Das ist eine extrem praktische Funktion, besonders wenn du dir alle Pokémon-Arten schnappen willst. Na schön, dann benutze ich am besten auch gleich mein Pokédex-Navi und gehe auf die Suche nach Pokémon. Chris, versuch doch in der Zwischenzeit mit den Pokébällen, die ich dir vorhin gegeben habe, ein paar Pokémon einzufangen. Poke, Poke, Poke. Das ist sind meine Lieblings zwei Silben. So, ich lege mal drauf. Was ist das denn? Ah, ja. Das ist ja richtig retro aufgebaut. Und wie schön ist das denn? Das ist ja die gleiche Grafik wie aus Rubin und Saphir. Jetzt muss ich aber gerade mal kurz die Grasbüschel finden, die hier angezeigt werden. Kann ich da auch irgendwie... Was? Verstand da? Hier gibt es Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Ach so. Das ist quasi gemeint. Ich frage mich gerade, ob ich das Gebiet hier auch erkenne. Ich fange einfach mal irgendwas. Ich meine, klar, habe ich ja noch nichts gefangen. Immerhin bin ich gerade das erste Mal hier, ne? So, also das erste Mal mit Pokébällen meine ich. Dam, 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 da, da, zickzacks, komm bitte meinen Pokéball. Da wäre ich dir sehr verbunden. Ja, Kognale, ich hoffe, dass sie dich nicht ausnockt. Ich meine, ich bin 5 Level höher als du, aber das hältst du bestimmt aus. Ja, war klar. Nichts, was mich überrascht. Wie viele Bälle hat sie mir eigentlich gegeben? 5 oder 10? Ich hoffe auf 10, denn das wäre sehr schön. Ja, das sind 10 Bälle. Der Pfeil sieht ein bisschen aus wie eine Spitzhacke in Minecraft. Der Auswahlpfeil. Hallo Zickzacks, du bist unser erstes gefangenes Pokémon. Yes! Klasse, Mann. Zickzacks wurde gefangen. Wunderbar.
So, einen neuen Eintrag kriegen wir auch. Und was erzählst du mir über dich? Blum. Kleindachs, männlich. Das Haar auf Zickzack. Oh, das ist aber schön. Sogar die langen Pokédex-Einträge kehren zurück. Sind wahrscheinlich Dios, Rubin und Saphir. Unverändert, würde ich schon fast vermuten. Aber das ist schön, weil die waren noch viel, viel länger. Vielleicht kriegen die neuen Pokémon dann auch längere. Nochmal, das Haar auf Zickzacks Rücken ist struppig. Es treibt seine Rückenborsten an Bäumen, um sein Revier zu markieren. Dieses Pokémon stellt sich im Kampf schon einmal tot, um seine Feinde reinzulegen. Gut, dass wir sowas direkt zum Anfang lesen dürfen. Ich möchte allerdings Zickzacks nicht in mein Team aufnehmen. Das heißt, ich werde es unten nicht aktualisieren. Wundert euch nicht, auch wenn es aktuell noch in meinem Team ist. Aber ich werde es gleich auf die Box legen. Und Wampel, möchte ich erstmal auch nicht im Team haben. Ein paar andere Pokémon später. So, mal gucken, ob du auch noch Aquaknarre aushältst. Das wäre doch mal was. Boom. Ja. Oh, ein Volltreffer. Okay, der wird sogar gelb hervorgehoben. Das ist schön. I like this a lot. Da sehen wir... Oh, hoppla, hi. Hey, Chris, hier drüben. Bitte erklär mir nicht, wie man Pokémon fängt. Bitte tu es einfach nicht. Bitte tu es nicht. Sieh mal da drüben, ein wedelnder Schwanz. Ein klares Zeichen dafür, dass sich dort ein Pokémon versteckt hält. Doch damit nicht genug, denn laut Pokédex Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Okay. Chris, versuch doch mal, dich dem Pokémon ganz langsam zu nähern. Durch leichtes Bewegen des Schiebepads kannst du dich einem Pokémon auf Zehenspitzen nähern. Das habe ich zumindest in einem Handbuch gelesen. Schleichen wir gemeinsam. Nur noch ein kleines Stück weiter, Chris. Näher dich dem Pokémon, aber ganz langsam. Durch leichtes Bewegen des Schiebepads kannst du dich... Ja, das haben wir gerade schon gesagt bekommen. So meinst du ungefähr? So? Ein bisschen schneller geht's aber schon. Warte, was passiert, wenn ich so unten drauf drücke? Ah, das ist also dieses Navi, was mir da quasi die... Okay, aber mehr Daten kriege ich nicht. Suche Level 1. Level 5 ist es sogar. Stimmt, die sind auch ein bisschen höher auf Level. Okay, alles klar. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Ganz langsam und voll überrascht. Ja. Ach, ist das schön. Tolle neue Funktion. Definitiv. Dam, 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 dam. So, du Pfiffi in Level 5. Dann werde ich dich einmal einfangen. Eine besondere Attacke verfügst du auch. Habe ich gerade nicht sehen dürfen. Aber vielleicht sehe ich es gleich. Da, 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 dam, da, 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 da. Ich frage mich, ob das quasi so wie dieses wackelnde Gras ist. Oder ob wir irgendwie einen anderen Auslöser dafür bekommen, dass Pokémon durch, auf diese Art und Weise sich im Gras aufhalten werden. Feuerzahn. Aha. Ja, hat er eben auch schon gesagt, ich weiß nicht, wenn ja, habe ich es nicht gesehen. Aber schön. Ja, dann wollen wir das doch nochmal einfangen. Pfiffchen, come on! Sei unser! Plang, bom, bom, bam. Wunderbar. Klasse, Mann. Pfiffchen wurde gefangen. Naturellement wurde es gefangen. Wir halten da wieder Erfahrungspunkte für... Wir sind schon Level 8, ist das ehrlich, Leute. Und wir kriegen einen neuen Eintrag. Und dann erzählen wir was über Pfiffchen. Bling. Wieder männlich. Registriert. Pfiffchen ist ein Allesfresser. Auffällig an diesem Pokémon ist das Verhältnis seinem Körpergröße zur Länge seiner Zähne. Es versucht, seine Feinde einzuschüchtern, indem es die Haare an seinen Schweif abstehen lässt. Ja, ist nicht so ganz gelungen, denn immerhin sind wir direkt auf ihn zugerannt. Und auch bei Pfiffchen werde ich... wobei... Na, ich glaube, Pfiffchen werde ich ins Team aufnehmen. Vorerst. So, ich habe es getan. Und, bin ich jetzt cool? War echt klasse, Chris. Ich habe als Trainer schon mehr Erfahrung als du, aber mich erfolgreich an versteckte Pokémon so schleichen gelingt mir nur ganz selten. Vor allem, weil sie vorher stolpert oder so. Ich würde aber gerne noch einen Wampel fangen, ganz im Ernst. Damit ich mal sehen kann, was passiert, wenn ich eine Route abgeschlossen habe. Das ist also quasi nur... Es ist nicht wirklich das Gebiet, auf dem ich mich gerade befinde, was unten angezeigt wird. Jedenfalls erkenne ich es nicht. Aber... Einfach um mir sowas wie quasi die diese Habitatliste aus Pokémon Schwarz-Weiß 2 war es ja, meine ich. Wo mir gezeigt wird, wo noch etwas fehlt. Nur halt praktischer aufrufbar. So, da ist es. Hallo, Wampel. Na? Dummdi-dumm. Dann wollen wir doch mal. Tackle sollte ausreichen, um sich nicht ganz so hart auszunocken direkt. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach zu schwach. Düt, 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 düt. Verdammt doch mal, das gibt's doch nicht. Muss ich doch irgendwie schwächen können. Ist so was anderes als Feuerzahn? Nee, du hast nur Feuerzahn, oh. Das wäre vielleicht auch nicht so ideal. Ich versuch's mit dem eben gefangenen Zickzacks. Ich will das jetzt wissen. Tut mir leid, aber das muss leider sein. Na komm her. So, Wampel.
Du bist kein Baumpil. Schade. Ich hoffe, ich kann trotzdem weglaufen vor dir. Ich bin ein Zickzack, ich bin schnell, okay? Ich muss weglaufen können. Ich bin ein Fluchttier, natürlich kann ich laufen. Natürlich! Jetzt vielleicht? Das ist immer noch kein Wumpel. Ach komm, ich will doch nur wissen, was dann passiert. Gib mir einen Wumpel. Einmal suche ich es noch. Ansonsten werde ich es kurz rausschneiden. So, Wumpel, please. Du bist kein Wumpel. Na gut, Leute, dann mache ich ganz kurz einen Cut. Bis wir vor einem Wumpel stehen. Dauert hoffentlich nicht allzu lange. Moment, bis gleich. Das ging erstaunlich schnell. Es war nämlich direkt das nächste Pokémon. Wunderbar. So, diesmal werde ich dich ja wohl schwächen können, oder dass du gleich den Löffel abgibst, Wumpel. So. Muss ich dich überhaupt schwächen? Eigentlich, ich meine, du bist ein Wumpel. Da reicht es im Normalfall, wenn ich einfach einen Ball werfe. Deswegen würde ich schon fast vermuten, dass das hier jetzt nicht anders sein würde. Ich werfe trotzdem vorsichtshalber nochmal einen Ball. Ja, senkt du meine Innere ruhig stark. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. So, dann wollen wir doch mal Pokebälle, Pokeball, Pokeball. Genau. Wird schon reichen. Es ist ein Wumpel, Leute. Ein Wumpel. Ding. Dang. Dong. Lop. Wunderbar. Klasse, Mann. Wumpel wurde gefangen. Schön. Zickzack hat wieder Erfahrungspunkte. Ganz schön viele sogar. Und du kriegst einen Eintrag, beziehungsweise du gibst uns einen Eintrag über dich. Registriert. Wumpel wird von Schwalbert als Beute. Es ist so viel, was da steht. Das ist schön. Als Beute angesehen. Dieses Pokémon wehrt sich gegen die angreifenden Räuber, indem es sich in die Stacheln an seinem Hinterteil auf sie richtet. Es schwächt seine Gegner mit dem Gift, das aus den Stacheln austritt. Nett, 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 Wumpel. Du kannst dich wirklich sogar wehren. Aber ins Team darfst du trotzdem nicht. Weil, nee. Ah, und da kriegst du unten ein kleines. Habt ihr gesehen da? Ein kleines Krönchen gibt es dann unten, wenn ich alle Pokémon eines Gebiets gefangen habe. Das mag ich. So, dann wollen wir erst einmal unser Team so ausrichten, wie es ist. Man sieht zwar unten schon, aber du darfst nicht mit, tut mir leid, und du darfst auch nicht mit. So, nochmal kurz unsere Pokémon heilen, denn ein bisschen geschwächt wurden wir schon. Dann werde ich Hydropi erstmal eine kleine Auszeit gönnen und werde da ein bisschen mehr mit Pfiffchen kämpfen. Und vielleicht mit Tarnhill? Ne? Ich meine, wenn wir es schon haben. Gott, Tarnhill wird sich ewig nicht entwickeln. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es immerhin ein paar gute Attacken drauf hat. Die sehr praktisch sind. So, heute hier noch. Ups. Achso, du warst schon sortiert. Genau. Du hast hier nur den Feuerzahn und keine andere Attacke. Könnte gegen die Gesteinsarena etwas unpraktisch werden, aber da muss ich dich ja nicht einsetzen, nicht wahr? So, kann ich jetzt auch Pokebälle bei euch fangen? Habt ihr eine neue Lieferung bekommen? Ich wäre dem nämlich sehr dankbar, der diese Lieferung gebracht hat. Jawohl, da sind sie. Dann fange ich mal gleich mal. Alter, upsala. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe kein Geld mehr. Nur noch, also schon, aber nicht mehr allzu viel. Trotzdem, gut, dass wir das gemacht haben. So. Ich will mal kurz gucken, ob ich oben andere Pokémon fangen kann. Du hast beinahe alle Pokémon dieses Gebiets. Beinahe? Das heißt, hier gibt es noch ein anderes Pokémon. Na, vielleicht beim nächsten Mal, Leute. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal diese Route hier ab. Wow, und wir sind auf Route... Route 112. 112, fast. Route 102. Aber das war erstmal Pokémon Alpha Saphir für heute, liebe Leute. Im nächsten Part machen wir weiter. Und wie man vielleicht erkennen kann, bin ich leicht gehypt. Vielleicht, ne? Ein ganz kleines bisschen nur. Bis dann, ciao.